Etwas Zeit ist vergangen seit unserem letzten Talk am Grill und ich möchte dieses Format aber wieder aufleben lassen, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass hier Experten zu Wort kommen, die einen echten Mehrwert stiften. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht immer Grill-Experte war, sondern aus dem Finanzbereich komme. Ich war zuletzt Private Banker und habe daher viele interessante Einblicke in die Finanzwelt bekommen. Heute, aus diesem Grund, habe ich eine Expertin auf dem Gebiet Frauen und Finanzen eingeladen, weil gerade auch das ein wesentliches Thema ist, Finanzbildung für Frauen. Und ich möchte dazu begrüßen die Expertin auf diesem Gebiet, Martina Reuter, und freue mich, sie hier heute begrillen zu dürfen. Und jetzt ist sie da. Ich begrüße ganz herzlich Martina Reuter zum heutigen Talk am Grill. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir einen schönen Abend miteinander verbringen. Hallo Achim, kann ich auch nur sagen, ich freue mich, danke, dass du mich eingeladen hast. Also, bin schon sehr gespannt. Super. Nach langer Zeit wieder mal ein Talk am Grill. Wir haben länger Pause gehabt, aber auf auch Veränderung muss man wieder mal ein bisschen was Neues bringen. Und da war einfach die Idee, im Bereich der Finanzbildung was Neues zu machen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon Politiker da, wir hatten Winzer da. Und jetzt geht es um das Thema heute Frauen und Geld, Finanzbildung für Frauen. Ein Thema, das ganz wichtig ist, zumal sich aus meiner Erfahrung heraus wenige Frauen mit Finanzen beschäftigen. Aber sag du einmal, was ist so deine Erfahrung in dem Zusammenhang? Ja, also meine Erfahrung ist, dass, also so in meinem Umfeld, gell, ich kann jetzt da nicht für alle Frauen sprechen, muss ich natürlich aufpassen, aber in meinem Umfeld ist es halt so, dass sehr gern dieses Thema Finanzen an den Partner abgegeben wird und, oder an den Bankberater. Mhm. Und das ist aber meiner Meinung nach nicht gut. Also wir Frauen brauchen Bildung, dass wir Eigenverantwortung übernehmen können. Wenn ich das kurz erkläre, wie ich selber so in dieser Rolle gewesen bin. Ich bin verheiratet, bereits 25 Jahre mit meinem Mann. Und wir haben Haus, Garten, drei Kinder und ich habe dann immer zum Robert gesagt, du Robert, ich kümmere mich um Kinder, Haus, Garten und Finanzen, das machst du. Und habe das abgeschoben. Aber mir war da nicht bewusst, dass ich eigentlich, ich habe Verantwortung abgegeben, aber ich habe mich zugleich auch in die Abhängigkeit gegeben. Und das ist meiner Meinung nach nicht gut. Wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Tools, wir brauchen Wissen in diesem Bereich, dass wir Eigenverantwortung übernehmen können. Dass wir einfach selber das in die Hand nehmen können und einfach da Verständnis dafür entwickeln, wie geht Finanzbildung, Geldbildung, wie geht das? Also, in Wahrheit hast du Rollen getauscht, die Finanzen hast du an den Mann abgegeben, jetzt hast du sie dir zurückgeholt. Wir machen heute auch einen Rollentausch. Ja. Du sprichst über Finanzen und ich koche für uns was. Super. Also geht genau in die Richtung. Und ich würde sagen, das ist ein echt spannendes Thema, deswegen möchte ich gleich einmal mit einem guten Getränk beginnen, mit einem Frizzante von einem unserer Lieferanten, vom Johannes Hof Rheinisch. Und das ist ein so fruchtiger, sommerlicher Frizzante, der einfach perfekt passt für warme Sommertage, auch wenn sich bei uns der Sommer schon langsam zu Ende neigt, aber heute noch der letzte schöne warme Tag, bevor das Wetter dann endgültig umschlägt und das dann nimmer möglich ist. Bitteschön, freut mich, dass du gekommen bist und dass wir uns über das Thema Frauen und Geld näher unterhalten. Danke. Zum Wohl! Gut. Mhm. Fruchtig. Danke. Grillen. Du hast da was gewünscht. Eine bodenständige Interpretation von meiner Seite. Du hast gesagt, du hättest gern was Bodenständiges. Das ist natürlich ein Barbecue schwierig, weil das ist was Uramerikanisches. Der Österreicher ist ja trotzdem eher der Flachgriller, der dann eher so sein Carré dann am offenen Griller grillt. Barbecue ist immer ja was eher bei niedrigerer Temperatur über längere Zeit gegrillt wird. Und Steakgrillen ist natürlich schon amerikanisch, aber wir haben da in Österreich einen speziellen Lieferanten auch, der
das Fleisch länger reifen lässt. Mhm. Und früher wurde dieses länger gereifte Fleisch exportiert nach Frankreich, nach Spanien, bis dann wir Österreicher draufgekommen sind, das länger gereifte hat eigentlich ganz was Besonderes. Und auch wenn die Kuh durchaus schon etwas älter ist, das macht auch gar nichts, trifft auch ganz den Fleischeslustgedanken, nämlich dieses Nachhaltige, dass eine Kuh auch ein normales Rinderleben führen kann, mit Kalben, mit Milch geben und nicht schon als Kälbin geschlachtet wird. Mhm. Also wir haben heute ein Steak von der alten Kuh, nennt sich auch also sagen vom Lieferanten Lomo Alto, der auch jetzt zum Beispiel in Traun am Markt steht. Ich schätze das Fleisch sehr. In dem Fall ist es ein Minutensteak. Das Minutensteak sagt schon der Name, es ist schnell gegart. Also ich habe jetzt nicht wie bei dem Edelcut Knochensteak, wie ein Ribeye Steak oder ein T-Bone Steak, Knochen, wo ich vorgaren muss, wo ich ein dickes Steak habe, sondern ich habe eher ein dünnes Steak, das schnell gebraten wird und das ich auch sozusagen schnell zu einer Jause herrichten kann. Die Idee dahinter ist, für berufstätige Menschen wie auch dich, ich komme Mittag vielleicht kurz nach Hause, habe trotzdem irgendwie vielleicht einmal ein Gusto auf ein Steak, wie esse ich zu Mittag ein Steak, ohne dass das ein riesen Tamtam wird. Und da meine bodenständige kreative Idee dazu, ein Weckerl das, also zu richten, einen Kornspitz, ich habe auch wahlweise ein Laugengebäck mit Kürbiskernen, brate sozusagen das Skirtsteak und es kommt dann ein bisschen Rucola hinein, Parmesan und ich habe ein perfektes Luxusweckerl und habe das eigentlich nach kürzester Zeit schon fertig, verzehrt und kann dann danach sogar wieder in die Arbeit gehen, ohne dass das jetzt stundenlang dauert. Okay. Also das werden wir heute machen. Das Skirtsteak selbst kommt aus dem Saumfleisch, also das ist sozusagen im Rippenbereich herausgeschnitten und ist eher schon fasrig, aber wenn man es richtig schneidet, schmeckt man das gar nicht so und es ist eine feine Textur, die sich einfach schnell braten lässt. Gegrillt wird das Ganze mit einem Oberhitzegrill, den ich selbst mitentwickelt habe, der eine maximale Temperatur von 900 Grad erreicht, wenn ich ihn voll aufdrehe. Gasbetrieben, das ist der wesentliche Aspekt beim Steak, immer bei Steaks, egal welche Dicke, maximale Temperatur, nicht was halbwarmes, sondern maximale Hitze, die dann dazu führt, dass diese Röstaromen super herauskommen. Mhm. Ich fange einfach einmal an und würde sagen, wenn wir gerade beim Thema berufstätig waren, wie läuft so ein Tag bei dir ab? Wie sind so deine Kundentermine? Was ist so deine bevorzugte Klientel? Wir haben schon gesagt, das Thema Frauen. Aber was stellst du dort immer fest in Bezug auf Frauen und Finanzen? Mhm. Währenddessen würde ich ein bisschen was herrichten. Ja, und zwar, man kann sich das so vorstellen, das Paar, ich nehme jetzt mal das klassische Rollenmodell her, Mann geht arbeiten, Frau ist bei den Kindern. Ja, es kann schon natürlich umgekehrt auch sein, dass die Frau jetzt Vollzeit arbeiten geht. Aber jetzt gehen wir mal zum klassischen Fall. Dann hat der Mann die Möglichkeit als Vollverdiener, dass er 50% von seiner Pensionsgutschrift an die Gattin übertragen lässt. Das heißt, er kann das pro Kind längstens für 7 Jahre machen. Er kann es insgesamt längstens für 14 Jahre machen. Also für 2 Kinder? Genau, also wenn er 3 Kinder hat, längstens für 14 Jahre. Ja. Es gibt ein paar wichtige Eckdaten. Man muss das Pensionssplitting beantragen, wenn das jüngste Kind noch nicht 10 Jahre alt ist. Das ist mal die erste Voraussetzung. Und dann wird es rückwirkend bei der Frau im Pensionskonto gutgeschrieben. Mhm. Und der Mann und die Frau können sich das auch überlegen, können sich das rückwirkend anschauen. Okay, in dem Jahr hast du so und so viel zusätzlich arbeiten dürfen oder können. In dem Jahr warst du voll für die Kinder zu Hause, da haben wir 50%, da bist du schon wieder ein bisschen arbeiten gegangen, da nehmen wir 20%. Also das kann man individuell gestalten. Macht wahrscheinlich daher auch Sinn, das rückwirkend zu machen, weil dann sehe ich ja auch, wie viel Zeit
hat meine Frau oder der weniger Verdienende, haben wir ja gesagt, das ist ja egal, Frau genauso für den Mann, wenn sie besser verdient, genau. Oder Mann für die Frau. In der Zeit, wo sozusagen jemand weniger verdient und vielleicht gar nicht arbeiten gehen kann, die vollen 50% auszunutzen, genau. Und dann im Laufe der Jahre graduell hineinzuwachsen, bis vielleicht die Frau wieder oder der Partner, der weniger verdient hat, wieder voll im Berufsleben steht. Genau, richtig. Und es gibt aber nur zu erwähnen, das Pensionssplitting, wenn man sich für das entschieden hat, dann ist es nicht mehr rückgängig zu machen, also es geht dann nicht mehr. Und das ist auch mitunter ein Grund, dass die Männer halt sich dann auf das nicht einlassen. Mhm. Ja? Mhm. Und, es könnte ja zur Scheidung kommen sozusagen und jetzt hat der Mann die Angst, dass er da was zur Seite gelegt hat für die Frau oder abgegeben hat einen Teil von seiner Gutschrift. Mhm. Und zu dem nicht mehr kommt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, aber sie ist ja zu Hause gewesen und hat das Kind das gemeinsame großgezogen. Richtig. Das wäre jetzt mein Argument gewesen. Also ach so, ich hätte dann, ja, hätt dann auch gesagt, aber ja gut, das ist ja trotzdem sein Kind und das Kind ist da. Ja. Ja. Aber und da gingen eben diese Diskussionen dann schon los. Mhm. Da startet das Ganze. Und da ist halt mein Zugang, das ist halt dann ein anderer. Also ich finde das großartig, wann das praktiziert wird, nur es ist halt ein ganz kleiner Bruchteil von den Bürgerinnen und Bürgern in Österreich, die das nutzen. Mhm. Mein Zugang ist da einfacher, nämlich wenn ich jetzt, wir haben ja Vorträge, Webinare, Seminare, ja, also und dann melden sich die Frauen, machen dann, meist wird es von Frauen gehört, und die machen dann eine Beratungsanfrage und dann frage ich eben schon nach, ob sie Kinder haben. Und wenn sie Kinder haben, dann gebe ich die Empfehlung dazu, bitte nimm deinen Partner mit. Weil das ist halt ein ganz wichtiges Thema, das man gemeinsam besprechen muss, Thema Vorsorge. Und es wird ja sonst auch alles im Leben gemeinsam gemacht. Der Kredit wird gemeinsam getilgt und die Fixkosten werden gemeinsam gemacht und der Urlaub und die Kindererziehung, alles. Ja? Mhm. Und dann gehört aber das auch dazu, das Thema Vorsorgen. Aber so ist es meist nicht. Ich darf jetzt nicht für alle sprechen, aber in meiner Erfahrung, also meine Erfahrung, die ich bis jetzt machen habe dürfen, ist halt ganz oft so, dass die Frau angepasst an ihr Einkommen Geld zur Seite legt, eher konservativ, Bausparer, Sparbuch oder sehr konservative Fonds, ja, kein Risiko eingehen, weil man sich halt einfach nicht so damit beschäftigt, ja, was ich ja voll verstehe, ich verstehe das total. Und die Männer halt eher angepasst an ein Einkommen, die sind schon ein bisschen mutiger und die haben dann gleich einen ETFs und, und natürlich dementsprechend viel mehr Möglichkeiten zum Weglegen. Ja. Und das macht halt jeder so sein eigenes Ding. Mhm. Und dann kommen sie zu mir in die Beratung und dann schauen wir mal auf das hin, schauen wir mal, was im Pensionskonto drinnen steht bei der Frau, schauen wir, reden wir es einfach einmal an das Thema. Und es ist halt ganz oft, ich mache das über so diesen Weg der dritten Person, weil es ist bei mir einfach ganz oft, dass der Mann dann das vorher gar nicht gewusst hat, dass das so ein Bedarf, ein Nachholbedarf ist im Ansparen. Ne? Und dass die dann eh total kooperativ sind. Also ich mache da immer die Erfahrung, also wirklich meist mache ich diese Erfahrung, dass Männer da total kooperativ sind. Aber das ist natürlich dann deine Kompetenz und Erfahrung, die du dann hier wirken lassen kannst, wenn man jetzt, man beschäftigt mich ja auch jetzt wieder verstärkt mit Finanzen, habe es ja auch eingangs erwähnt, wenn der Mann einmal grundsätzlich zuerst einmal ablehnend ist und da eben sagt, na also da spare ich vielleicht lieber für meine Frau was an, da wähle ich selbst die Höhe, als sich auf so ein Pensionssplitting einzulassen. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt habe ich zwei Quizfragen. Eine Grill-Quizfrage und eine Quizfrage noch zum Thema. Als erstes, kennst du das? Schon mal gesehen? Nein, ja, ich habe mir zuerst schon so Gedanken darüber gemacht, was ist das? Was ist das? Also irgendwie, was hast du für eine Vermutung? Ne, ich glaube, es ist eine, also bitte lass mich nicht aus, entweder Tomatenart oder eine Paprikaart. Okay, beides falsch. Okay, danke. Es ist ein Melanzani. Es ist ein Melanzani? Es ist ein Mini-Melanzani, okay. Die bei uns im Garten wächst. Und das ist nicht nur ein Zierstück, sondern kann tatsächlich auch gegrillt werden. Und schaut innen dann so aus. Mhm. Und das werden wir vielleicht schon mal neben unserem Gespräch ein bisschen vorgaren lassen, weil das braucht ein bisschen länger als das Steak. Mhm. Das Steak ist deutlich schneller fertig. Und darum bereite das nebenbei so ein bisschen vor. Sag mal, Tina, wie darf man sich das jetzt vorstellen? Die sitzen vor dir das Ehepaar.
Und habe aus meiner Erfahrung als Bankberater immer festgestellt, das Thema Veranlagung ist so ein bisschen das Steckenpferd für Männer. Also wenn sich wer für Veranlagung und Finanzen, Kapitalmarkt, Finanzmarkt interessiert, dann triggert das eher einen Mann. Jetzt hast du dich aber spezialisiert eigentlich auf die Frauen. Wie geht es einer Frau damit und wie kannst du ihr die Scheu vor der Finanzwelt nehmen? Wie gelingt dir das? Ja, ich habe da ein Konzept entwickelt. Ich habe da wirklich schon ein System, ein Konzept habe ich eigentlich dadurch, also durch diese vielen Beratungen, die ich schon gemacht habe. Mir ist es selber wichtig, ich muss zuerst einmal was verstehen, damit ich überhaupt was weitergeben kann. Ich muss das so richtig verstehen. Und es wird mir auch nachgesagt, dass ich komplexe Themen wie Finanzen zum Beispiel einfach geben kann. Mhm. So, und jetzt merke halt ich bei diesen Gesprächen, das Paar sitzt da, der Mann fragt, sehr oft halt ist es so, und ich binde aber die Frauen bewusst sehr viel ein und habe halt dann einfach so gewisse Werkzeuge, oder ich gebe ihnen Werkzeuge, so ist, das trifft es besser, dass sie einfach das verstehen, wie geht es denn an der Börse, wie funktioniert denn das überhaupt, was ist denn der Cost-Average-Effekt, was ist denn der Unterschied zwischen einer Aktie und einem ETF, da fangen wir einfach einmal bei ganz banalen Sachen an, aber das ist, also für mich war das wichtig, und wie ich das was verstanden habe, oder exponentielles Wachstum, wie ich das was verstanden habe, das war für mich einfach so eine riesen Erkenntnis, dass man gedacht hat, das muss doch einfach ganz viel Menschen weitergeben. Und das merke ich halt dann, wie dann diese Begeisterung, siehst du, wenn ich da jetzt so zum Reden fange, da komme ich wieder voll in meine Energie rein. Ja. Und genauso geht es mir dann auch in der Beratung, dass dann die Frauen plötzlich das volle Interesse dafür entwickeln und dann voll viel nachfragen und dann werden die voll aktiv und da geht mir das Herz auf. Wenn ich dann feststelle, wir müssen einfach nur das einfach lassen, dieses hochtrabende Mathematische da so an den Tag zu legen, damit ich sagen kann, was ich alles kann, das braucht kein Mensch, sondern es muss einfach ein Verständnis rumkommen. Und dann können auch die Frauen und vor allem Mann und Frau gemeinsam also eine Verantwortung übernehmen. Ja? Wenn die Frau das nicht kann, gibt es ja wieder ab und dann sind wir ja wieder beim Mann. Und das taugt mir einfach, wenn dann die Frauen dann einen eigenen Fonds auswählen und das ist super. Also da geht mir wirklich das Herz auf. Das heißt, das Ziel ist, die Frau muss verstanden haben und in dem Moment nimmst du eigentlich die Scheu und dann ist sie auch bereit, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Richtig. Und dann kriege ich auch solche Rezensionen, das dann heißt, boah, Martina, Wahnsinn, jetzt habe ich da einen Durchblick, jetzt freue ich mich aufs Altwerden. Also wenn ich Sätze her, wo sie vorher wirklich eine Angst gehabt haben vor der Altersarmut, dass die es dann verstanden haben, dass da jetzt sie können da mitgestalten und vor allem auch an der Börse mitgestalten zum Beispiel. Ja? Und dass man einer dann einfach diese Zuversicht mitgibt. Ja? Also mir ist einfach Sicherheit wichtig. Eine Sicherheit haben später. Ich will eine sichere Zukunft vor mir haben. Ich glaube auch, dass es ja auch gerade für Frauen für Selbstbewusstsein zuträglich ist. Ja. Das eine ist, dass ich sage, okay, die Pensionslücke mir zu schließen durch eine private Vorsorge. Idealerweise habe ich vielleicht einen Arbeitgeber, der was für mich zusätzlich auch noch anspart. Das bringt mir einen Lifestyle oder erhält mir den Lifestyle im Alter, wo ich womöglich im Alter ja nur noch die Grundkosten decken kann mit der staatlichen Pension und vielleicht das nicht einmal. Das ist vielleicht für egal welches Geschlecht interessant. Aber eine Frau ist ja sozusagen, die womöglich Teilzeit gearbeitet hat, die vielleicht für die Kinder auch da war. Ich sage jetzt trotzdem, Frau, Mann ist ja trotzdem so, dass Frauen tendenziell weniger verdienen als Männer. Also daher auch Schwierigkeiten haben, vielleicht auch wieder in die Arbeitswelt zurückzufinden, mit voller Zeit und Karriere zu machen. Und du hast das vorher angesprochen, eine mögliche Scheidung bei einer hohen Scheidungsquote ist natürlich da. Und dann selbstbewusst sein zu können und zu sagen, ich finanziere mir mein Leben vielleicht auch irgendwann einmal oder muss es mir selbst finanzieren.
und habe dafür Vorsorge getroffen und kann daher mit viel mehr Selbstbewusstsein mich einerseits in der Ehe bewegen, aber einfach im Leben bewegen, weil ich weiß, ich bin abgesichert auch als Frau. Genau. Oder? Es geht um finanzielle Sicherheit schaffen. Ja. Um das geht's. Und da muss man aber zuerst einmal die Menschen abholen und ihnen das aufzeigen, warum sollte man da überhaupt einmal hinschauen und was kann ich tun, damit ich da jetzt die richtigen Schritte setze, damit ich dann später keine Probleme nicht habe, was jetzt finanzielle Sicherheit betrifft. Ja, ja? Also super. Um das geht's. Ja. Na gut, dann schauen wir, dass wir das Deckchen langsam auf Temperatur bringen. jetzt würde mich interessieren, wenn wir schon bei der Rollenverteilung sind, ja. Wer grillt denn bei euch? Mein Göttergatte. Ah ja? Du grillst gar nicht? Wir grillen nämlich auch mit Gas und ich habe einen ganz großen Respekt vor diesem Gas. Und da haben wir schon wirklich klassische Rollenverteilung da. Da kümmert mich um die Beilagen und um die Salate und so weiter. Und mein Robert, der macht halt das Fleischige. Mhm. Aber wie du das vorhin schon richtig gesagt hast, die Österreicher sind die Flachgriller. Flachgriller, ja, die sind wir auch. Also so Karree und Steak und Kotelett und so. Ja, genau. Also es ist Flachgriller, aber die gehen in zwei Richtungen sogar. Also auch dieses offen, bei offener Flamme direkt zu grillen und nicht indirekt, was ja die Definition ist zwischen Grillen und Barbecue, gibt es ja einen kleinen Unterschied. Die meisten sagen ja, Barbecue ist nur die amerikanische oder die englische Bezeichnung für Grillen. Barbecue ist indirektes Grillen und Grillen ist direkt mit direkter Hitze. Mhm. Und das ist halt in Österreich nicht verbreitet, indirekt zu grillen. Es gibt zwar vielleicht jetzt durch Einsickern von amerikanischen Gewohnheiten ein indirektes Grillen, indem ich halt dann die Grillkohlen auf eine Seite räume, aber so mit einer mit einer Platte dazwischen, zwischen dem Grillgut und den Kohlen oder der Wärmequelle, idealerweise einer Keramikplatte oder so, schaffe ich eben diese Trennung und damit habe ich nur mehr Warmluftzirkulation und kann natürlich über Stunden hinweg grillen. Aber eben, es ist Barbecue. Wir werden jetzt direkt grillen. Beim Steak ist es so ein Thema, auch der Gasgriller hat ja oftmals bei ein bisschen besser ausgestatteten eine Steak-Grillstation. Nicht jeder hat so etwas, aber viele haben das. Da kommt die Hitze von unten. Und das, was ich einfach festgestellt habe, ist, wenn das Steak, was man ja oftmals will, durchaus ein bisschen Fett durchzogen ist, damit es noch saftiger ist, dann sich diese Fettteile dann lösen und als Fettöl hinuntertropft in die Hitze, dann zündet das halt häufig und führt halt zu einem Fettbrand. Und dieser Fettbrand ist einerseits nicht gesund, weil es zu Kohlenwasserstoffen führt, die letztlich auch krebserregend sind. Und es spritzt was Bitteres zurück, diese Bitterstoffe, und das schmeckt man am Steak. Der Vorteil beim Oberhitzegrill ist, die Hitze, die Wärmequelle kommt von oben und das Fett tropft nach unten weg, vielleicht auch ins Gemüse, das ich sowieso ein bisschen vom Geschmack her aufwerten möchte. Ja. Aber ich habe nie einen echten Fettbrand, sondern die Flamme ist eine reine Gasflamme und das Fett kann nach unten wegtropfen. Das gefällt mir besonders gut an so einem Oberhitzegriller, der natürlich spezialisiert ist auf Steaks, klar. Ja. Ich kann schon Gemüse drinnen machen, da jetzt nur so ein kleiner Auszug, ich könnte da jetzt natürlich auch Erdäpfel Platte machen, aber in dem Fall haben wir jetzt nur die Melanzani mit drinnen. Ich heize da jetzt diesen Grillrost vor, erhöhe jetzt einmal von der Temperatur, damit wir da maximale Hitze haben, wie gesagt 900 Grad, da schmilzt schon das eine oder andere Metall, also Zinn ist da auf jeden Fall flüssig spätestens. Aluminium ist schon an der Grenze des Schmelzens, also wir haben maximale Hitze. Das ist so wichtig für die sogenannte Maillard-Reaktion. Das war ein französischer Biochemiker, der draufgekommen ist, dass diese Eiweißmoleküle richtigerweise umgewandelt werden und das sich wesentlich stärker auf den Geschmack auswirkt, je heißer die Wärmequelle ist. Ich bin bei einer Pfanne niemals so heiß wie jetzt vielleicht bei einem Elektrogriller und ich bin bei einem Holzkohle- und Gasgrill kann ich maximale Hitze rausholen. Mhm. 900 hast du jetzt gesagt? 900 Grad, genau. Bei einem normalen Griller? Bei einem normalen Griller, Gasgriller, bei diesen Wärmebereichen habe ich 350 bis 500 Grad. Okay. Und da habe ich wirklich
maximale Hitze. Ich bringe auch bei einem Holzkohlegrill nie die Temperatur zusammen, die mit einem Gasgriller möglich sind. Das Ammenmärchen, ob man es schmeckt, Gasgriller ist ja immer so die Philosophie, wo immer sagen, ja Gasgriller, da schmeckt man ja diesen Holzkohle-Rauchgeruch nicht. Tatsächlich schmeckt man es nicht raus. Also wir haben diese Tests gemacht, das ist ein Irrglaube. Ein Gasgriller ist genauso gut wie ein Holzkohlegriller. Ja. Wenn ich einen Rauchgeschmack reinhaben möchte, dann muss ich bewusst mit Räucherchips arbeiten, das, wo ich wirklich smoken kann. Das schmeckt man dann schon im Fleisch. Aber wenn ich wirklich nur scharf angrille, auf beiden Seiten, mit dem Holzkohlegrill oder mit dem Gasgrill, ist völlig das Gleiche. Ja. Der Vorteil, dir wird es vielleicht aufgefallen sein, ich arbeite ohne Handschuhe. Das ist beim Grillen auch meistens eher selten, aber auf die Distanz habe ich auch mit den 900 Grad kein Problem. Und damit kann ich da relativ geschmeidig arbeiten. Bringen wir mal das Steak hinein. So weit oben wie möglich, damit es die maximale Hitze abbekommt. Und jetzt kann man auf die Uhr schauen, jetzt etwa eine Minute pro Seite, man kann 1,5 Minuten vielleicht machen, dann lassen wir es kurz nachziehen. Jetzt die entscheidende Frage, wie isst du dein Steak am liebsten? Ja, schon medium. Schon medium? Ja. Okay, medium rare ist zu wenig? Sondern medium so... Du, hey, ich verlasse mich da früh auf die Jacke, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist perfekt, dann... Ja, weil das perfekt ist für jeden unterschiedlich. Ja. Also der eine sagt, ich mag es eher medium well done. Da geht es dann halt schon in Richtung Double Spitz. Oder ich habe durchaus gern, wenn noch ein bisschen Restrohheit unter Anführungszeichen drin ist, dann geht es eher in Richtung Medium Rare. Medium ist immer so da kommt die Komfortzone auf jeden Fall. Aber dadurch, dass, also ich lasse, du bist der Profi und du machst mir das jetzt so, wie du glaubst, dass gut ist. Ja, passt. So, jetzt haben wir 50 Sekunden. Brutzelt schon schön. Ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein sehr heißes Teil. Das wird jetzt nicht umdraht. Schau. Das wird jetzt umdraht. Das wird jetzt umdraht. Nein, schon bei 9 Minuten wird es umdraht. Okay. Wir haben da jetzt schon mal eine gute Röstung. Du hast schon gesehen, diese 60, 70 Sekunden sind völlig ausreichend für die Oberfläche. Das wäre was für meinen Mann. Ja, wie gesagt, gibt es in Doppelgröße für auch große Steaks, à la Porterhouse-Steak und dergleichen. Die sind natürlich breiter, weil die haben dann den Beiritt und den Filetanteil und dadurch ist das ganze Steak breiter. Oder man ist eher ein Minutensteak oder vielleicht das Beiritt ausgelöst oder ein Rumpsteak eben, dann reicht auch der schmale Teller. Und dann gibt es halt dementsprechend weiter runter von den Schienen. Ja, natürlich, genau. Also beim dickeren Steak muss ich tiefer gehen. Aber ich brauche jetzt, für kleinere Steaks reicht mir der kleine Griller und bei den größeren muss ich halt dann beide Wärmeplatten starten. In dem Fall sind zwei dabei. So, das war es eigentlich schon. Ja, Wahnsinn. Jetzt können wir es da noch ein bisschen nachziehen lassen. Womit man sich jetzt helfen kann, wenn man jetzt nicht ganz so häufig grillt und nicht so das Gefühl dafür hat, man kann hier mit einem Kerntemperaturmessgerät arbeiten, das sich ganz leicht starten lässt. Sprich, ich ziehe das Steak heraus, stecke es kurz an, messe, was wir im Kern drin an Temperatur haben und sehe halt da jetzt, jetzt nicht ganz richtig drin, durch den Kern. Ja, das haben wir auf jeden Fall dabei. Ja, das ist cool. Und dann weißt du ganz genau. Und da bin ich bei 57 Grad, da bin ich jetzt richtig. 57 Grad ist auf jeden Fall ausreichend, dass das jetzt schon fest fertig ist. Das haben wir im Medium Bereich auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir bereiten uns da schon mal vor. Das ist Basilikum von deinem Garten. Das ist Basilikum von meinem Garten, das ist Rucola von meinem Garten. Parmesan ist direkt Import aus Italien und dann können wir das da schon schnappen. Ein passendes Messer dazu. Die sind mir zuerst schon aufgefallen. Ja. Deine Messer, die schauen sehr qualitativ hochwertig aus.
Die Messer habe ich anfertigen lassen bei einem Schmied in der Nähe von Graz, aus Gradkorn, der mir die auf meine Wünsche auch vom Farbdesign machen hat lassen, auch mit diesem matten Finish. Mhm. Ich wollte bewusst ein mattes Finish und kein glattes. Mhm. Jedes Messer ist ein Unikat. Hinten der Griff ist Mooreiche, die ist 10.000 Jahre alt. Also das ist ein tatsächliches Fossil. Mhm. Auch diese Einkerbungen, damit selbst bei fettigen Fingern dass der Griff gut in der Hand liegt, mhm, aber bewusst so gewollt, werden manuell eingeschliffen, mhm, und vorne finnische Maserbirke, und das ergibt dann dieses Messer, in dem Fall ein Kyoto, also das klassische Küchenmesser, aber im japanischen Bereich, mhm, im Gegensatz zu einem Santoku, das Messer der drei Tugenden, Fisch, Fleisch und Gemüse, etwas kleiner, liegt besser in der Hand für, mhm, kleine Geschichten, und wenn ich jetzt Fleisch aufschneide, passt natürlich das Kyoto am besten. Mhm. Damit das Fleisch auch nicht davon hüpft, kann ich das da fixieren. Okay. Und dann schneide ich das da schon mal schön herunter. Ich glaube, das ist genau richtig, das Fleisch erwischt. So. Und jetzt belegen wir das Brötchen. Was bevorzugst du? Einen Kornspitz oder das Laugengebäck? Ein Kornspitz. Also wirklich ganz klassisch bodenständig. Ja. Super. Rucola darf drinnen sein? Natürlich. Boah, jetzt kriege ich jetzt läuft mir schon das Wasser über den Kopf. Vor allem es riecht also gut. Aber Salz ist noch nicht aufgekommen, oder? Salz ist noch nicht aufgekommen, mhm, genau, das kommt jetzt dann gleich. Jetzt kommt noch der Parmesan. Mhm. Wenn du möchtest, Zwiebel. Ja, gern. Ist nicht Pflicht, kann. Wenn man nichts mehr vorhat und keinen Kundentermin mehr hat, ist Zwiebel ja in Ordnung. Das ist richtig. Und dann kommen da schon die Steakstreifen drauf. Da habe ich jetzt passend dazu ein persisches Blausalz, okay, aus dem Iran, mit teilweise sogar blauen Kristallen. Mit blauen Kristallen. Mhm. Böse Zungen behaupten, das ist von den Uranendlagern. Nein, ist ein Blödsinn. Das wird okay, wirklich dort so abgebaut mit diesen blauen Salzkristallen. Okay. Und wir können da natürlich auch ein bisschen Basilikum noch dazu tun. Für dich. Mhm. Warte ich jetzt mein Messer da. So. Bitte schön. Vielen Dank, Achim. Lass es dir gut schmecken. Danke. Dankeschön. Prost. Prost. Probieren wir mal. Ups, Mahlzeit. Mega. Und ist schnell fertig. Cool. Meinst du? Wir haben zwar jetzt viel gesprochen, aber in Wahrheit war es nur das Steak grillen. Das hat jetzt in Summe gedauert 2 Minuten. Aufschneiden, fertig. Wenn ich die Zutaten alle hier habe, dann kann ich ein schnelles Mittagessen so machen mit so einer Steak-Grillstation. Ja, gut war's. Mir hat es geschmeckt. Hat gemundet. Danke. Ich hoffe mindestens das. Ja, nein, es war voll gut. Es war voll gut, Achim. Danke. Fein. Schön, dass es dir geschmeckt hat. Danke. Ja, unser Gespräch neigt sich dem Ende zu. Jetzt habe ich dir aber so viel gefragt. Und jetzt mit der Möglichkeit, hast du noch Fragen an mich? Ja. Die ganze Zeit schon, denke ich mal, das muss ich dir jetzt nur, wenn ich die Gelegenheit noch bekomme. Achim, du warst jetzt schon, du hast schon sehr lange, warst du im Bankbereich tätig und du hast dich dann selbstständig gemacht. Und jetzt darf mich wirklich interessieren, warum sprichst du jetzt in deiner Selbstständigkeit wieder mit den Menschen übers Geld?
Erzähl mir ja, das einmal. Das ist spannendes Thema, das ist richtig. Ich war ja sehr lange im Private Banking auch tätig, war aber da an den jeweiligen Sektor auch irgendwo gebunden, angestellt und auch sehr stark mit den Vorgaben des Unternehmens irgendwo gebunden an das Unternehmen. Ich habe viel aufgezeigt bekommen, habe natürlich viel auch am Blick, viele Blicke hinter den Kulissen auch gesehen, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber mir hat gerade beim Thema Finanzbildung vieles gefehlt im Bankwesen. Das nicht unbedingt, und die Dinge, die ich gesehen habe, waren nicht immer unbedingt im Sinne des Kunden. Mhm. Mit einer zwischenzeitlichen kreativen Pause im Finanzbereich, womit letztlich dann auch hier die Marke Fleischeslust gebrandet wurde, wo ich eben meine Grillworkshops auch in den Gärten meiner Kunden mache. Und irgendwie wir zu diesem Talk am Grill auch gekommen sind, dass ich jetzt einfach wieder genieße, weil wir es jetzt wieder machen und das hat mir halt auch richtig Spaß gemacht. Hat mein Weg wieder, ist wieder zurück in die Finanzbranche, weil ich der Meinung bin, hier besteht noch so viel Aufklärungsbedarf. Ja. Und das, was du bei den Frauen auch ganz klar als Aufklärungsbedarf siehst, sehe ich auch im Bereich der Veranlagung, kostengünstigen Veranlagung, da geht vieles viel günstiger. Sowohl spesenmäßig als auch steuermäßig. Das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Und ich kann mich frei entfalten und über Geld sprechen. Das ist ja immer so dieses Thema, über Geld spricht man nicht. Also ich spreche über Geld und du auch. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil es die Welt da draußen braucht. Und in Wahrheit sollte jeder Österreicher viel mehr zu dem Thema wissen. Und wenn er sich nicht damit beschäftigen möchte, zumindest so gut betreut sein, dass er sich in Sicherheit fühlt und auch weiß, dass er gut eben beraten ist. In Zeiten, wo der Beraterwechsel schnell vonstatten geht und man das nur daran erkennt, dass das Foto im Online-Banking ständig wechselt oder man vielleicht beim Versicherungsmakler auch schon den dritten Berater hat und den gar nicht mehr kennt, nicht mehr den hat, bei dem man damals abgeschlossen hat. Also dieses Lebensbegleitende und dieser starke Partner auch zu sein für den Kunden, immer als Anlaufstelle für etwaige Fragen, das macht mir Spaß und das treibt mir an und das hat mir damals schon Spaß gemacht, aber jetzt kann ich sozusagen selbst verwirklichen. Also einfach diese Individualität, die du da jetzt leben kannst. Genau. Ja. Sehr schön. Also ich sehe, wir haben beide die gleiche Mission, den gleichen Auftrag, gell? Der von da drinnen, also ich sage immer zu meinen Leuten, das ist da drinnen so ein Bedürfnis. Das treibt mich an, den Menschen einen Mehrwert zu bringen mit meiner Bildung. Ja. Ja. Und natürlich auch mit Lösungen. Ich habe auch nichts von nur der Bildung, weil ich nicht jetzt eine gute Lösung habe für meine individuelle Gestaltung meines Lebenswegs. Ja? Jeder hat ja andere Ziele. Ja. Und das Wissen und diese individuellen Lösungen, die müssen raus in die Welt. Richtig. Und in Zeiten, wo auf einen Berater 1000 Kunden kommen, kann ich das nicht in der Qualität umsetzen, wie ich das jetzt als Selbstständiger machen kann, wo ich eine kleine, aber feine Schar an Kunden habe, die ich gern und gut jederzeit betreuen kann, für die ich immer ein Ohr habe. Was in anderen Sektoren des Finanzbereichs einfach nicht mehr möglich ist, aufgrund des Personalmangels schlicht und ergreifend. Mhm. Ja. Mhm. Wer dich erreichen möchte, der findet den Link in den Shownotes. Wir werden da deine Website verlinken und da dein Spezialistentum sozusagen ein bisschen verbalisieren noch. Und kann dich dadurch jederzeit erreichen und mit dir Kontakt aufnehmen. Danke, voll gerne. Und ich denke, damit bedanke ich mich auch bei dir für dein Kommen und freue mich, wenn wir unsere Mission vorantreiben und wir den Menschen einen echten Mehrwert bieten. Ja. Danke, Martina, für dein Kommen. Danke, auch gerne. Ja, das war Martina Reuter und ich mache jetzt und weg ist sie. Martina ist bereits am Heimweg. Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Es ist auch wieder finster, also das Licht hat sie gebracht in die Welt der Finanzen und jetzt, da sie nicht mehr da ist, ist es wieder dunkel. Na, ihr habt die Informationen bekommen zum Thema Finanzen und das ist ein wichtiges Thema
und es ist für jeden wirklich interessant und darum war es mir auch wichtig, dass ich hier eine tolle Gesprächspartnerin einladen konnte und sie auch die Zeit gefunden hat, uns heute zu unterstützen mit wertvollen Informationen, vor allem zum Thema Frauen und Finanzen. Nochmal die Erinnerung, in den Shownotes sind alle Kontakte, sowohl auf die Website von der Martina, die 03, als auch auf die Achimastecker.at. Und wer in Zukunft auch daran erinnert werden möchte, wenn wir wieder mehr Videos machen, dann abonniert bitte den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch über neue Videos informiert. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehr gerne ein Like da lassen. Schönen Abend.